Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier und haben die zweite Mission der russischen Kampagne fertig gemacht, Neurussland. Das war eine ziemlich heftige Mission und ja, wir haben Europa eingenommen, sind in der Zukunft, haben mittlerweile Cyborgs und genau, jetzt kommen wir halt in die dritte Mission, Wachablösung. Dann würde ich sagen, jo, steigen wir einfach mal ein hier. Zack. Jahre sind vergangen. Grigor ist alt geworden. Er herrscht über ein starkes, vereintes Russland. Er hat fast ganz Europa, den Mittleren Osten und Nordafrika erobert. Sein Reich ist eines der größten, die die Welt je gesehen hat. Doch trotz aller Errungenschaften bleibt sein Lebenswerk unvollendet. Er will mehr, weiß aber, dass ihm die nötige Zeit fehlt. Grigor wollte sein Erbe einem Nachfahren vermachen, doch trotz modernster medizinischer Technik ist ihm dieses Ziel versagt geblieben. Nun wird die Zeit knapp, sein Misstrauen gegen andere größer. Er hat eine Entscheidung getroffen, die nicht auf einhellige Zustimmung stoßen wird, doch er könnte damit auch die Leute loswerden, denen er misstraut. Kurz vor seinem Vorstoß nach Ost- und Mitteleuropa bekam Grigor einen mechanischen Leibwächter. Seitdem erreichte die Wissenschaft der künstlichen Intelligenz ein Maß, wo Vernunft möglich wurde. Dr. Septimus, der Schöpfer der Maschine, baute die neueste KI-Technologie ein und schenkte ihr wahres Bewusstsein. Er baute Fabriken, um andere Typen zu fertigen, aber Grigors Leibwächter war die Krönung seiner Arbeit. Der greise Führer von Neurussland betrachtete den Roboter als seinen Nachfolger und nannte ihn Grigor den Zweiten. Nach vielen Monaten der Vorbereitung konnte Grigor seinem Volk seinen Nachfolger vorstellen. Oh ja, das hört sich doch gut an, liebe Leute. Hört sich stark nach Robotern an, was wir jetzt hier kriegen. Und genau, der Grigor, ja, er hat wie gesagt Europa erobert. Und genau, bekommt jetzt hier Grigor 2 für die weitere Eroberung zur Verfügung gestellt, sorry. Und genau, dann lesen wir mal die Missionsziele. Nachdem Grigor von dem Putsch erfahren hat, sollte er in jeder Militärgarnison der Stadt Unterstützung suchen. Mit diesen Truppen kann er die Verräter im Stadtzentrum angreifen. Wow, wow, okay. Zerstören Sie die Verräterfestung in der Stadtmitte. Töten Sie die 4 Verräter. General Jukov, Marschall Paralutkin, Admiral Kulenka und General Kolchow. Die Festung kann jederzeit angegriffen werden, wird aber verbissen, verteidigt. Grigor sollte daher weitere Truppen ausheben, bevor er sie besucht. Okay. Grigor, Molotow und Grigor 2... Grigor 2, das ist der Roboter, müssen überleben. Alles klar. Dann fangen wir doch einfach mal an, würde ich sagen. Zack, hier, los. Cutscene. Volk von Neurussland. Ich habe euch gerufen, damit ihr eine gewichtige Entscheidung erfahrt. Seit vielen Jahren bin ich euer Herrscher. Doch ihr wisst, ich bin alt, kinderlos. Ich habe mich gefragt, wer mein Nachfolger sein soll, wer diese große Nation durch die Gefahren und Angelegenheiten der kommenden Jahre führen wird. Neurussland verdient einen Herrscher mit Kraft, Intelligenz und einer klaren Vision der Zukunft. Jemand, der unbestechlich und logisch und frei von Rührseligkeit ist. Dieses Individuum habe ich gefunden. Er hat mir treu und aufopfernd gedient. Mein Leibwächter, der von nun an Grigor der Zweite genannt werden soll. Was? Wir werden niemals einer Maschine folgen. Ruhe! Habe ich mich je geirrt? Ist Neurussland nicht der größte Staat Europas? Nein,
der ganzen Welt. Und hat es nicht den besten Herrscher verdient? Viele Monate habe ich meinem Metallprotégé auf die bevorstehenden Aufgaben vorbereitet. Eifrig und zuverlässig hat er alle Lektionen über Krieg und Staatsführung von mir gelernt. Wenn ihr eure Vorurteile überwindet und seht, was Neu-Russland braucht, werdet ihr erkennen, wie richtig meine Entscheidung war. Ah ja, also der Gregor, der ist ja ein bisschen größenwahnsinnig, ne? Aber gut, die Katze geht noch weiter. Das sollte man differenzierter sehen. Das Volk gleicht den Schafen. Sie mähen und plärren. Aber es kümmert sie nicht, wer der Schäfer ist, solange genug zu essen da ist. Das stimmt. Das ist richtig. Dann muss der Plan ausgeführt werden, den wir gefasst haben. Welche Kräfte in der Stadt werden uns unterstützen? Ein Großteil der Armee ist für uns. Meine Schwarzhemden dürften weitgehend loyal zu Gregor stehen. Na gut. Ich werde dem Volk verkünden, dass wir jetzt herrschen und nicht der senile alte Narr und sein Blechspielzeug. Okay. Der senile Gregor, alte Herr. General Gregor. Ja, was gibt es, Leutnant Molotow? Ja. Ja. General Jukow und drei andere hochrangige Militärs versuchen einen Staatsstreich. Der Großteil der Garnison in Moskau unterstützt sie. Sie haben die Kontrolle der Festung in der Stadtmitte an sich gerissen. Dann spielen sie uns direkt in die Hände. Wenn ich mithelfe, den Aufstand zu beenden und wieder Ordnung herzustellen, wird man sehen, wie tüchtig ich wirklich bin. Da, genau wie ich erwartet habe. Du hast die Gelegenheit erkannt, mein großer Freund. Ich habe dich gut unterrichtet. Aber jetzt muss ich in der Stadt herausfinden, welche Garnisonen den wahren Herrschern treu sind. Der Roboter, ey, das ist einfach so witzig, ey. Oh Mann. Ah ja, okay. Gut, wir haben hier Gregor und Gregor den Zweiten. Alles klar. Sehr lange Cutscene. 8 Minuten voll. Gut, hier sind die Militärgebäude, die wir aufsuchen müssen, bevor wir in die Stadt gehen. Oh, ein Kolosseum. Und, ja, dann machen wir uns gleich mal auf den Weg. Aber, wir haben noch ein paar Schwarzhemden dabei, das ist gut. Können noch ein paar Punkte verteilen hier. Was machen wir denn da? Kampf. Ja, machen wir die mal stärker. So, die Kampf-Cyborgs. So, Freunde, dann auf hier. Ah, nehmen wir erstmal die Kaserne hier vorne. Gut, dann würde ich mal sagen, jo, holen wir uns mal ein paar Verbündete hier. Kommandeur, ich bin es. Wir werden angegriffen. Gregor Stojanovic. Was? Warum schießt ihr? Verräter. Tod den Verrätern von Gregor und Neu-Russland. Ah, wir haben mehr Truppen gekriegt. Sehr schön. Vielen Dank, Kollegen. Das war wirklich cool. Was haben wir jetzt? Die Schmerzen. Was? Nein, nicht jetzt. General, was ist? Was ist los mit dir, Gregor? Ich bin nicht mehr der jüngste Leutnant. Der Schrittmacher, der mein Herz seit Jahren schlagen lässt, scheint am Ende zu sein. Ich muss ins Krankenhaus im Süden der Stadt. Ich ihn austauschen lassen möchte. Oh Gott. Okay. Gregor, nicht abkratzen, bitte. Ich weiß, du bist alt, aber nicht so alt. Du siehst nicht so alt aus. Was ist denn für ein Jahr? Ich meine, wir haben... Ach, ich weiß nicht, leider nicht... Welches Jahr ist denn? Ach, verdammt. Ich hab's verkackt. Ich weiß nicht, welches Jahr ist... Weil da stand kein Jahr. Kein Jahr.
Angabe obendran. Ja, natürlich haben die Grigor geschwächt, ne? Ist klar. Im Süden der Stadt ist irgendwo ein Krankenhaus. Wo denn? Im Süden der Stadt. Wo soll denn hier ein Krankenhaus sein im Süden der Stadt? Witzig, ihr seid witzig, Leute. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid bei Empire Earth. Verräter. Wie wir jetzt hier uns hier weiter durchschießen. So. Kommandeur, ich bin es, Gregor Stojanovic. Ich verlange, dass Ihre Truppen sofort meine Befehl unterstellen. Wir werden angegriffen. Tut mir leid, General. Leider sind meine Männer. Och nö. Verräter. Och Leute, ihr seid doch dumm, echt. Warum geht ihr auf die Seiten der Verräter? Das muss doch nicht sein. So, Artillerien, die hätte ich echt ganz... Ah, da ist ein Krankenhaus. Noch bin ich euer Leibwächtermeister. Ich lasse euch in Zeiten der Gefahren nicht allein. Noch bist du unser Leibwächter. Noch. Was soll das denn schon wieder heißen? Da, Bams. Weg damit. So, das sind Panzerabwehrgeschütze. Hallo. Wenn hier noch jemand dem Vaterland treu ist, soll er... Ja, sehr schön. Dienen. Jukov muss unsere Munitionsvorräte umleiten, aber wir haben noch genug für ein paar Einheiten. Bäm. Oh, die haben mittlerweile Wächter hier. Das ist natürlich schon krass. Kann ich Einheiten bauen? Nee, kann ich leider nicht. Okay. Alles klar, aber wir haben Panzerabwehr. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Und der Grigor, der kriegt gerade ordentlich aufs Maul. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Aber gut. Warum müssen die auch alle immer auf Grigor gehen? Och Mensch. Der hat euch doch... Ja gut, der hat euch... Ich weiß nicht, ob er euch was getan hat, aber... So. Da sind wieder die Wächter hier. Wachposten, genau. Piu, piu. Ah, da ist die Stadt. Da ist die Stadt. Wo wir gleich hin müssen. So, mach die alle kaputt, bevor die Grigor hier platt machen. So. Oh, ein Cyborg. Oh, wie gemein. Okay. So, Kaserne hier. Alle in Neurussland wirklich dienen. Sollen unverzüglich. Kommt raus. Yes. Sehr schön. Allen, die Grigor und Neurussland verraten wollen. Sehr schön. Alles klar, wir kriegen noch mehr Einheiten hier. Noch mehr Schwarzhemden hier, wunderbar. Oh, und wir haben eine Paladin-Kanone. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. So, da sind wieder die Wächter von denen. Wachposten von den Verrätern. So, mach die alle kaputt. Bams. So, hier ist jetzt noch ein Krankenhaus. Wenn hier noch jemand dem Vaterland treu ist, soll er ihm in der Stunde der Not... Ja, sehr schön. Oh Gott, Grigor, weg da. Die wollen nämlich alle immer auf dich. Das ist es halt, ne? Alter Schwede. Okay, perfekt. Oh, wunderbar. Wir werden immer stärker. So, Grigor. Das Krankenhaus im Süden der Stadt, ist das nicht das? Nee, scheinbar nicht. Okay. So, Cyborg-Fabriken. Kriegen wir Cyborgs hier? Das sieht doch gut aus. Kommandeur, ich verlange, dass mir Ihre Truppen sofort... Yes! Jukov befahl die Stilllegung unserer Fabriken, ehe wir wussten, dass er ein Verräter war. Aber ein paar Einheiten können wir noch ausrüsten. Sehr schön. Wir haben hier ein Apoll. Roboter und zwei Hyperions. Haha. Nicht schlecht. Unsere Armee wächst. Babs. Oh, Bevölkerungslimit ist voll. ja, aber passt erstmal soweit. Ich glaube, wir können erstmal hier ein bisschen marschieren. So. Uiui, der Apoll-Roboter. Der kann mal ein bisschen langsamer machen. Ja, ihr seht's, der fliegt, ne? Uiuiui, Autosave hier. Autosave. Kein Zug-Safe, sondern Autosave. Ich weiß, der war nicht lustig. So, das Krankenhaus im Süden der Stadt. Ist das nicht hier? Grigor, du bist im Krankenhaus im Süden der Stadt. Wartet mal, was?
Missionsziele. Wo waren das? Um vollständig zu genesen, muss Krieger das Moskauer Krankenhaus erreichen. Das ist jedoch optional. Ja, aber wo ist denn das Krankenhaus? Da drin, oder was? Moskau ist doch hier, Mitte. Da links ist noch was? Ja, aber wo ist denn das Moskau? Wo ist denn das? Moskauer Krankenhaus, wartet mal. Das ist Moskau Mitte. Rigos Residenz? Ah, okay, unten links. Warum unten links? Warum sagen die dann im Süden der Stadt? Was soll denn das? So, die Cyborgs gehen mal schön vor. Das ist keine schlechte Idee. So. Gib mir eure Einheiten, los. Garrison. Ah! Oh mein Gottes Willen. Okay, okay, meine Panzerabwehr. Aua. Verdammt nochmal. So. Oh Gott, der Apoll. Der Apoll, bitte zurück. So, Verräter. Sehr schön. Was schießt denn da noch? Da ist noch ein Panzer. Kommt er mit Leopardpanzern an? Was soll denn das, ey? Wir sind im digitalen Zeitalter. So, kriegen wir jetzt hier noch Einheiten? Kommandeur, verlange, dass mir ihre Truppen sofort überstellt werden. Meine Männer und ich. Yes. Wunderbar, wir werden immer stärker hier. Aber der Gregor, der hört sich nicht mehr gut an. Ah, seht ihr das? Der verliert irgendwie Leben laufend. Das ist natürlich krass. So, hier ist jetzt auch nochmal eine Kaserne. So. Ich bin es, Gregor Stojanovic. Gregor hier. Ich verlange, dass ihre Truppen sofort meinen Befehl unterstellen. Tut mir leid, General. Ah. Leider sind meine Männer zu den Verrätern übergelaufen. Übergelaufen und... Ich dachte, ich glaube, du wolltest noch was sagen. So, Krankenhaus von Moskau. Der Tempel von Zeus. Oh, schaut mal da. Dr. Septimus, was führt Sie nach Moskau? Meine Gesundheit. Ich bin wohl aus denselben Gründen im Krankenhaus wie Sie. Wir haben die Jahre beide gut überdauert, aber unsere Zeit ist fast vorbei. Nein, die Wissenschaft wird Gregor retten. Und Sie auch, Doktor. Der Optimismus der Jugend. Ich habe die letzten Jahre hart gearbeitet. Aber man kann Sterbliche nicht unsterblich machen. Andere müssen unser Erbe erhalten. Wie Sie, mein junger Freund. Oder mein Meisterstück hier. So geht ich, mein Schöpfer. Okay. Gerade habe ich mein jüngstes mechanisches Kunstherz im Krankenhaus abgeliefert. Es ist viel besser als der momentane Schrittmacher, Gregor. Es kann zwar nicht ihr Leben retten, ihnen aber die verbleibende Zeit erleichtern. Der Septimus gibt uns also sein Herz. Mit Septimus Gerät fühle ich mich besser als seit Jahren. Sollten Sie sich nicht noch einige Zeit schonen? Ja, Leutnant. Aber ich habe keine Zeit. Die Verräter dürfen die wenige Macht, die sie erobert haben, keinesfalls konsolidieren. Das Volk soll auf keinen Fall denken, ich sei schwach. Die Verräter soll der verdiente Tod sein. Oh ja, so sieht's aus. So schaut es aus. Ah, perfekt. So, Gregor, du bist wieder bei voller Kraft. Sehr schön. Das heißt, wir können uns hier noch ein paar Einheiten holen. Boah, also der Dr. Septimus hat Gregor also seinen Herzschrittmacher gegeben. Krass, Freunde. So. Ich bin es, Gregor Stojanovic. Ich verlange, dass Sie Ihre Truppen sofort meinen Befehl unterstellen. Tut mir leid. Ah, schon wieder Verräter. Oh, die Panzerabwehr, das ist gut. Dass die da vorne steht, das ist gut. Schaut euch das an, so. Haha. Sehr schön, noch mehr Verräter. So, wunderbar hier. Dann holen wir uns nochmal noch ein paar mehr Einheiten. In der Hoffnung, dass wir noch mehr kriegen. Ich meine, das ist ja... Ich weiß nicht, wenn wir nur Infanterie haben. So. Ich bin es, Gregor Stojanovic. Ich verlange, dass Sie Ihre Truppen sofort meinen Befehl unterstellen. Tut mir leid. Och, Mensch.
Männer zu den Verrätern übergelaufen. Kriegen wir überhaupt noch Einheiten hier? Da oben ist eine Panzerfabrik. 3 Stück, um genau zu sein. Kriegen wir da noch was hier? Was soll denn das? Oh, da sind noch Artillerien. Da sind die Einheiten von denen. Oh Mann, Roboter, geh mal zurück, bitte. Und du auch, Apoll. Um Gottes Willen, Apoll. Geh bloß zurück hier. Nein, nicht den Apoll. Nicht den Apoll. Das ist ein Heilroboter, schau dich das an. Der heilt meine Einheiten. Richtig cool. So, die letzte Festung da oben. Beziehungsweise die letzte Einheitenproduktion. Der ist aber auch immer der Erste, ne? Das sieht aber gut aus. Kriegen wir die noch? So, kommt her. Kommandeur, ich bin es. Grigor Stojanovic. Ich verlange, dass Sie Ihre Truppen sofort meinen Befehl unterstellen. General Jukow hat uns zur Feier der Verkündung Ihres Nachfolgers... Ja. Alle Arbeiter sind zu Hause. Wir erfuhren eben erst, dass er das Vaterland verraten hat. Mit dem wenigen Personal konnten wir aber noch eine Handvoll Panzer fertigstellen. Sehr geil. Wir haben jede Garnison der Stadt besucht. Teilen wir den Verrätern eine Lehre. Ich hoffe, diese treuen Anhänger sind genug. Oh, weh, oh, weh. Ja, das hoffe ich auch, Gregor. Vor allem mit unserem kaputten Apoll-Roboter. So. Wir brauchen aber auf jeden Fall jetzt die Infanterie-Distanzangriffe. Wir brauchen auf jeden Fall Trefferpunkte. Weil wir haben ja überwiegend Schwarzhemden hier, ne? So, dann... Was haben wir jetzt? Es ist jetzt an der Zeit, die Festung der Verräter anzugreifen. Zusätzliche Truppen sind nicht verfügbar. Ja, okay. Grigor, aber du solltest bitte nicht als Erstes gehen. Was bist du denn für einer? Leutnant Molotow. So wie ich das kenne, haben die jetzt mit Sicherheit alles voller Lasertürme hier. Das kann sehr gut sein. Oder? Los, mach das Tor kaputt, los. okay. Wer schießt denn hier mit einem Maschinengewehr? Wer schießt denn hier mit einem Maschinengewehr? Naja, gut. Wir müssen auf jeden Fall das Tor aufschießen. So, aufmachen hier, los. Tür aufmachen. So, bams. Alles klar, ich würde sagen, ich speichere das Ding mal, bevor wir jetzt hier irgendwas wieder an Fortschritt verlieren. Speichern, Russen. Wunderbar. Perfekt. Dann rein hier, los. Wir werden angegriffen. Da ist schon einer, der hier auf uns wartet. So. Da ist ein Laserturm. Oh, die machen zum Glück nicht so viel Schaden. Das ist echt gut, ey. Und die halten gar nicht mal so viel aus. Ha, ist das nicht geil? So, wunderbar. Alles kaputt machen hier, los. Alles platt machen. So. Oh, was haben wir hier? Das Stadtzentrum, okay. Da ist noch ein Laserturm, okay. Platt machen, los. Und hier auch, die Einheiten. So, jetzt geht's los hier. Die Einheiten alle platt machen. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Gregor, wo bist du? Da ist Gregor. Er ist in Sicherheit. Okay, wunderbar hier. Alles klar. Alles kaputt machen hier. Los. Am besten auch diese Paladin-Kanonen. Okay, sehr gut. Dann hier die Türme. Ganz wichtig, die Türme. Die Türme, die Türme, die Türme. So, unsere Schwarzhemden heilen sich zum Glück. So. Und die Festung, ne? Das ist ja die Festung hier. Genau, die sollen wir doch kaputt machen, oder? Das ist... Wow, was? Was ging jetzt ab? Alle, die euch verraten wollten, sind tot. Ach nein. Ja, aber... General? Was? Alles in Ordnung? Nein. Nein. Mein treuer junger Leutnant. Das Alter und die Anstrengung, den Verrätern fertig zu werden, waren trotz des medizinischen Geräts zu viel. Denken Sie daran, Neurussland über alles. Der Traum soll
Nein! Grigor! Seid unbesorgt, Meister. Glaubt mir, eure Träume sterben nicht mit euch. Oh Mann! Grigor ist tot, Freunde. Aber wir haben es geschafft. Wir haben diese Mission tatsächlich echt gut überstanden. Schaut euch das an. Aber, ja, wir haben Grigor verloren. Da. Ja, jetzt müssen wir halt als Grigor der Zweite weiter regieren. Puh. Hartes Schicksal von Grigor, ne? Dass er am Ende wirklich gestorben ist. Krass. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, das war ja eine easy Mission, ne? Muss ich sagen. Ausnahmsweise mal. Und, genau. Dann würde ich sagen, machen wir das Juwel im Osten in der nächsten Folge. Wir haben nur noch 3 Missionen in diesem ganzen Spiel. Aber glaubt mir, Freunde, das wird nochmal heftig. Gut, liebe Freunde, dann würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter, den Kanal. Und bis hier weiter geht's immer dann beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.